was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep. Apropos, in fields where they zu Weihnachten. Hey. Cool, sheep. Was? Frohe Dankeschön. Nice, ich liebe Geschenke. Surprise. Das ist toll. Ich bin Lari. Und ich bin Lara. Und wir sind von Univision. Anlässlich dessen, dass bald Weihnachten stattfindet, haben wir heute Studenten und Studentinnen befragt, was das schönste und was das schlimmste Geschenk ist, was sie je bekommen haben oder auch was sie selbst verschenken. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuschauen. Also, was war dein schlimmstes Weihnachtsgeschenk, was du je bekommen hast? Also ich würde nicht sagen, dass es das schlimmste Geschenk ist, was ich jemals bekommen habe, aber generell finde ich halt Gutscheine einfach ziemlich unpersönlich. Hast du selber mal Gutscheine verschenkt? Ja. Und was ist das schlimmste Weihnachtsgeschenk, an das du dich erinnern kannst? Was mir gar nicht gefällt oder Geld oder sowas, also was sehr Unpersönliches, ist nicht der Sinn für mich an Weihnachtsgeschenken. Und das Schlimmste? Socken oder so? Nee, das war so eine Asienfigur, weil mein Onkel aus Japan, also in Japan lebt, und da habe ich so eine Asienfigur bekommen, ganz toll. Das war, glaube ich, vom anderen Bruder, der hat mir mal einen Rasierer geschenkt. So einen Venusrasierer, ich glaube, das war das Schlimmste. Eine Babypuppe. Eine Babypuppe? Ja. Von meinem Vater, mit der Aussage, pass auf, wen du schläfst. Und meine Eltern dachten, okay, vielleicht hat der Junge vielleicht auch irgendwann mal Geschlechtsverkehr aus deren Sicht, und da sind so die ersten Artikel in der Richtung geflossen. Ich weiß jetzt auch nicht, von welcher Marke das war. Das war halt so ein hässlicher Pullover, den ich gekriegt habe. Ist aber auch schon ein paar Jahre her. So voll hässliche Ohrringe. Also Schmuck, der jetzt nicht so toll war. Es müsste eigentlich mal eine richtig grottenhässliche Tasse gewesen sein. Vor ein paar Jahren war das, glaube ich. Was wäre das Schlimmste? Socken. Also habe ich genug, und auch wenn sie selbst gestrickt sind, ist zwar persönlich, aber sehen oft nicht schön aus. Sorry, Oma, aber... Socken, Handschuhe, irgendwie sowas, was ich schon sowieso hatte. Die Klassiker wie Unterwäsche, Socken oder sowas oder Hemden, das ist natürlich Standard. Also das sind so schon die schlimmsten Sachen, die man eigentlich kriegen kann, ja. Was war das schönste Geschenk, was du hier bekommen hast? Richtig cooles Portemonnaie. Darf ich alles sagen? Klar. Ich glaube, ein Striptease war das Beste, was ich hier bekommen habe. Okay, und hast du schon eine Idee, was du deinen Liebsten zu Weihnachten verschenkst dieses Jahr, oder hast du noch nichts? Ich glaube, ich werde irgendwas selber machen. Irgendwas backen oder Schokolade selber machen oder mal gucken. Regionale Dinge aus Göttingen. Das schönste Weihnachtsgeschenk. Liebe. Liebe. Von wem? Von allen Menschen. Also das schönste Geschenk war letztes Jahr. Da hat mir meine kleine Schwester, weil ich ja nach Göttingen gezogen bin und nicht mehr zu Hause in Hannover feiern kann, so einen Bilderrahmen mit so Bildern von ihr und von mir geschickt. Das fand ich schon richtig niedlich. Ich habe mal so einen Kaffeebecher gekriegt mit meinem kleinen Bruder. Der war voll geliebt mit Fotos. Das war, glaube ich, das Schönste. Ja. Von meinem Ex-Freund, das war eine Collage von unserem Urlaub, von unserem allerersten Urlaub in Ägypten. Das Schönste, das war ein selbstgebastelter Kalender mit Fotos. Ein Bild, das meine Mutter mir mal gemalt hat. Die schönsten Geschenke sind so Sachen, die man zusammen erlebt. Okay, also ich schenke meiner Schwester Konzertkarten, das finde ich ziemlich gut eigentlich. Also nicht wirklich irgendein Gegenstand, sondern zum Beispiel bei mir war es jetzt Musical-Karten. Da habe ich Konzertkarten für Muse dieses Jahr bekommen. Konzertgutschein, was man mit jemandem zusammen machen kann. Also magst du eher so persönliche Geschenke? Ja, viel lieber als irgendwas, was teuer ist, was vielleicht kurzen Wert hat, aber dann doch lieber was Persönliches, ja klar. Was wirklich von der Person kommt und nichts irgendwie, was vorher schon festgelegt ist, was ich mir selber schon gewünscht habe, sondern was eher Überraschendes ist. Ich verschenke sehr gerne persönliche Geschenke, weil ich denke, damit macht man am meisten Freude. Was sehr Persönliches, also persönliche Sachen. Das ist das Schlimmste. Also ich hasse so selbstgemachte Sachen über alles. Und warum? Das ist immer für mich so, ich weiß nicht, was ich schenken soll, also bastel ich mal eben irgendwas kurz zusammen.
Es ist vielleicht doof, aber ich mag es nicht. Also dann soll man mir doch lieber einen Gutschein schenken. Okay, danke schön.